Servus Leute, heute teste ich mal ein paar Mudguards, die Mudrugger von SKS, vorne und hinten. Die Mudguards von SKS, die werden ganz leicht befestigt mit hier jeweils zwei auf jeder Seite Klettbändern. Die sind relativ einfach zu montieren. Man kann hier mit dem Gummiteil den Winkel vom Schutzblech verändern. Vorne das gleiche. Da werden sie nur hier und auf der anderen Seite an der Gabel mit Klettbändern befestigt und einmal hier, dass sie nicht nach unten rutscht, werden sie auch nochmal mit einem fixiert und schon passt das. This is a march. Ah, shit. Woo! Ah! Vorsicht, Baum. Oh, shit. Kurzes Zwischenfazit, also ihr seht ja im Hintergrund, die Mudrugger von SKS funktionieren relativ gut bis jetzt, könnte aber besser sein. Der Rücken ist größtenteils sauber, die Beine ja, sind natürlich schmutzig, Schuhe auch, ist klar, Bike. Spritzt schon ganz schön. Hier alles voll. Trotz der angebauten Verlängerung. Und vorne, man sieht's, oben geschützt, weiter unten ist der Dreck dran. Jetzt fahre ich mal wieder zurück. Und dann sehen wir uns an, wie es danach aussieht. We'll be right back.
Ach, Big Betty geht echt gut, hey. Geil. Eieiei. Zack. Also man hört das SKS Mud Rocker sehr stark schlagen. Es klappert hinten stark rum. Also ich bin jetzt nicht so zufrieden. Man hat ja jetzt bei der letzten Abfahrt vielleicht im Video gehört, dass es relativ stark klappert. Ja, ist jetzt nicht so toll. Der Dreck spritzt auch kreuz und quer. Vielleicht gibt es noch eine andere Alternative. Okay Leute, das soll es für das Video gewesen sein. Vielleicht teste ich demnächst noch mal ein paar andere Mudguards. Und ihr seht ja auch schon im Hintergrund, wir haben ein Wohnmobil. Da wird es demnächst auch ein paar Videos geben. Also bis zu den nächsten Videos. Ciao.